Ja, meine Lieben, und somit herzlich willkommen zu einem neuen Projektchen von mir, das sich der Resident Evil 4 Remake schimpft. Genau. Und ja, ich habe es euch ja versprochen, beziehungsweise ich habe es nicht 100% versprochen, aber ich habe ja mich durchgerungen, sage ich einmal, ein weiteres Projektchen Resident Evil für euch zu machen. Und ja, Leon, ihr werdet es nicht glauben, ich habe es 5-mal durch mittlerweile, ja. Ja, könnt ihr mir glauben. Ihr werdet es dann auch gleich sehen. Und dass ich mich da ein bisschen schlau gemacht habe. Alles habe ich natürlich immer noch nicht im Kopf, weil Leute meines Alters vergessen. Ja? Also wir vergessen nicht, wir verdrängen, Entschuldigung, so wollte ich sagen. Und darum ist es möglich, dass ich das ein oder andere Rätselchen dann vielleicht ein bisschen länger brauche, beziehungsweise dann wirklich überlegen muss, wo dann die Schätze sind und so weiter, denn ich will euch eine Art 100% dran wieder zeigen, was in meiner Macht steht. Ja, Leon, ich kann es nicht 100% versprechen, schauen wir mal. Ich werde versuchen, euch alle Schätze zu zeigen. Ich habe mir da nämlich Zusatz-Content overklont, da sieht man auch dann auf der Map die ganzen Schätze vermerkt, ja, und des Weiteren gibt es dann bei einem Händler noch andere Schatzkarten zu käuflich zu erwerben, sagen wir mal so, dass man da wirklich dann alles aufdecken kann. Ja, ich will mit euch alles finden, ich will mit euch alles aufdecken. Wir werden uns die Rätsel anschauen, wir werden uns die ganzen Kastellane anschauen. Was sind Kastellane? Das sind so komische Wackelpuppen, oder sind es Wackelpuppen? Jedenfalls so komische Puppen halt, die in der ganzen Welt auch versteckt sind, extrem schwer, schwierig versteckt manche sogar. Und auch diese werde ich euch dann alle zeigen. Also freigeschaltet habe ich relativ viel schon. Auch hier gibt es, wie in Resident Evil 8 und so weiter, das kennt man aus den ganzen Resident Evil, schauen wir uns dann eh alles an, die ganzen Aufgaben, Herausforderungen und so weiter, was man da erfüllen muss. Ich habe schon relativ viel. Da bekommt man auch wieder AP-Punkte, mit die kann man dann im Shop dann eben die ganzen Models, die ganzen Concept Arts und so weiter freischalten. Das habe ich alles gemacht, also die ganzen Concept Arts, also Skizzenzeichnungen, Bilder, Fotos und so weiter und die ganzen 3D-Models habe ich alle freigeschaltet und ja, das ist ja schon mal was. Aber dann alles später, genauso als DLC kommt auch noch, ja, habe ich auch schon einmal durchgespielt, weil ich mir es einmal ausschauen habe wollen, was da überhaupt los ist. Aber jetzt beginnen wir mal mit dem Hauptspiel und das wird ja eine mega lange Geschichte werden. Leider, das wird ein größeres Projekt. Ich weiß nicht, wie viele Parts das wären, aber ist ja wurscht. Wir haben Zeit und ich will das mit euch machen. Das ist gefühlt, ja, was heißt gefühlt? Es ist definitiv, kann man sagen, doppelt so groß vom Umfang, finde ich, von der Spielzeit, wie Resi 8 zum Beispiel, wenn ich jetzt das Resi 8 als Vergleich hernehmen darf. Aber ist ja wurscht. Wie gesagt, wir schmeißen uns gleich mal rein und beginnen ein neues Spiel. Ja, nur was. Ich habe ja dadurch jetzt schon 5-mal das Spiel durch, also 4-mal glaube ich, das ist jetzt der 5. Durchlauf, habe ich da schon auch an Waffen einiges. Ja? Wenn man das Spiel zum ersten Mal durchspielt, es gibt dann Bonuswaffen und so, da muss man dann mit A-Ränge, S-Ränge, S-Plus-Ränge, aber da wirst dann, musst dann Vogel haben, das Spiel durchspülen, dass dann gewisse Sachen freischaltet. Genauso alle Waffen, unlimitierte, unendliche Munition, das brauche ich alles nicht. Ich habe zwei Sachen für mich freigeschaltet, das ist wichtig, was die Waffen betrifft, also ich habe eh fast alle, aber was ich an Special-Geschichten habe, ist das ewige Messer und das wird nicht kaputt, weil ein normales Messer nutzt sich im Spiel ab und dann muss das wieder bei einem Händler reparieren lassen, ja? Sonst funzt das nicht, sonst ist das kaputt und ihr könnt mit dem Messer nicht mehr arbeiten. Und wenn ihr alle diese Kastellanpuppen findet im Spiel, schaltet es dann in einem neuen Spiel dann dieses unendliche Messer frei, ja? Eine tolle Sache, ich hab's und ich hab's auch aktiv. Das zum einen und zum zweiten der unendlich Munitionsraketenwerfer. Ja, ihr habt es richtig gehört. Wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat und einen zweiten Anlauf macht, ist es dann automatisch beim Händler zu erwerben um 2 Millionen Pesetas. Ja, genau. Wir sind in der spanischen, oder das ist mexikanisch, Peso oder Peseta, ich verwechsel das immer. Das eine ist portugiesische Währung, das andere ist spanische. Oder mexikanische, na ist ja wurscht, jedenfalls irgend so ein südamerikanisch oder wie seht oder ist es spanisch? Ich möchte jetzt komplett, aber ich glaube eher spanisch. Ist ja wurscht.
Ich rede mir da schon wieder in was reingeladen, gell, ist unvorstellbar. Ja, und wir hauen uns jetzt meine, ich werde dann während des Spiels eh einiges dann dazu sagen, jetzt, man kann eh nicht alles auf einmal. Ja, VR-Modus habe ich noch immer nicht probiert. Für mich persönlich werde ich es einmal off-record machen, aber soweit bin ich noch nicht. Jetzt bin ich einmal in Flat-Modus und auch mein Hirn ist in Flat-Modus momentan komplett drinnen. Wir starten ein neues Spiel und ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich werde, dass ich das halbwegs zügig durchbringe, einmal assistiert spielen. Moment, das ist jetzt komplett. Was mache ich denn schon wieder? Ich werde ein Spiel laden. So wie ja. Und ihr seht es da. Ich weiß, seht ihr es? Oder seht ihr es noch ich? Diese Speicherslots da. Wenn ihr es nicht seht, dann sage ich es so. Ich bin jetzt im fünften Spiel durch, lauter 60 Seiten. Und mein letzter war in Veteran. Also das ist die zweithöchste Stufe, die was es überhaupt gibt, habe ich durchgespielt. Denn da habe ich nur das ein oder andere freischalten können. Ja? Dann gab es nur mehr Profi. Das ging auch da eventuell nur, aber brauche ich jetzt nicht. Ich bin es ja nicht sehen, ich muss den Vogel haben. Ich meine, ich habe eh schon genug Vogel in mir. Aber mein, was genug ist, ist genug. Ja. Wenn es reicht, dann reicht's. Okay, Leute. Wir schmeißen uns hier hinein. In diesen Slot, allerdings spielen wir jetzt nicht in Veteran, sondern in Assistiert. Das mache ich jetzt nur, dass das alles ein bisschen zügiger vorangeht. Ja? Und ich habe alle meine Waffen abgelegt und habe mir nur meinen Raketenwerfer par excellence, will ich beinahe fast schon sagen, mit unlimitierter Muni hergelegt. Ja, mit dem werde ich jetzt spielen. Und natürlich mein ewiges Messer. Okay, Assistiert. Und wir starten in ein neues Spiel hinein. Ich werde jetzt mehr Blärchen halten, immer wenn eine Katze ist. Und los geht's. September 98. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Erzähl mal, was willst du an diesem Ort, so nah am Arsch der Welt? Sagen wir, ich suche jemanden. Muss jemand ziemlich listiger sein, ne? Der befiehlt kam von ganz oben. Helft ihm, sagt der Herr. Na, ihr fahrt ja kaum mit mir hier raus, um Marshmallows zu rösten. Oder doch? Hat einen seltsamen Humor. Ich verrate dich was. Noch unter uns. Hier verschwinden immer wieder Leute. Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Na dann, sollte das doch Routine für euch sein. Erst letzte Woche gab es wieder eine Suchaktion. Ich kann sicher auf euch zählen. Hier ist es.
Die Natur ruft. Bin gleich zurück. Der Frio. ¿Te has bebido el bar entero? Brauchst du? Vaya sitio más tétrico. Der gleich sieht ganz uns Zeit. Verlaufen? Vielleicht solltest du mal nach ihm sehen? Ich warte hier. Wir wollen schließlich keinen Strafzettel. So viel zu helft ihm. Ja, meine Lieben, und somit noch einmal herzlich willkommen bei Resident Evil 4 Remake. Und ja, unser gestandenes Mannsbild, der Leon, der Lustige, ist jetzt unser Hauptprotagonist und mit dem spielen wir jetzt eigentlich auch die ganze Zeit. Und da sehen wir schon meinen alten Schurchling. Ja? Das ist ein, weiß ich nicht, irgend so ein Stiefel. Ist mir auch ein Schnurzpippen. Ist es vom Bundesheer noch? Ich weiß nicht. Jedenfalls, ich werde auch wieder ein bisschen ein Spaß alleine bringen, ein Scherzerl, weil ich bin ein Scherzkübel. Soweit es halt ja, in meiner Macht steht. Ich werde oft weinen, auch natürlich, weil ich nicht vorankomme. Nein, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass mir das nicht passieren wird. Und ja, von Beginn weg einmal ist nicht viel los. Also ich habe jetzt mit der Touchpad-Taste, kann ich dann später die Map aufrufen, was ich jetzt noch nicht kann. Ich kann auch mit der Dreieck-Taste dann später ins Menü rein. Ich zeige euch dann alles. Ja, wie die Steuerung geht, Gameplay und so weiter, alles dann zu seiner Zeit. Mit den Tasten L3 reindrücken durch Sprinten, ja, und für was anderes brauche ich dabei noch nicht machen. Wie weit ist er denn gegangen? Ja, ziemlich weit, der Rotzer. Kann nicht zurückkommen, ne? Der hat sich komplett vergangen, nach dem Nudeln gehen. Der hat komplett falsch brüllt. So, schaut, da haben wir schon das erste Ding da. Ein Hirsch, schaut euch das an. Bitte, ist das arg? Ist das schlimm? Ein Rothirsch, ja, ist das, weil er blutig ist, ja. Darum ist es ein Rothirsch, Rotwild, ja. Wir gehen schnell weiter, weil ich kann das nicht mit aussehen. So, dann werden wir sie da jetzt einmal durchducken. Tun wir sie mit der Kreistaste. Und da kommen wir jetzt schon zum ersten Häuslein. Aber das ist alles dabei unspektakulär. Nur ist nicht viel los. Ja. Könnt ihr mir glauben. Ja. Wir schauen uns da ein bisschen um da. In dem ganzen Dreckskaff da. Schaut euch das an. Überall Fliegen und Fleisch und ich weiß nicht, was da ist. Lauter Leichen wahrscheinlich da drinnen. Ne? Ich wollte euch das nicht sagen, dass da nichts ist. Gell? So, wir gehen da jetzt ein. Ne? Und ja, ich hoffe, dass das wieder halbwegs bei euch ankommt. Der eine oder andere hat sich meine letzten Resident Evil Teile auch angesehen. Also das freut mich sehr. Ja. Und ja, bin wirklich happy. Könnt ihr mir glauben. Ja. Über jeden Einzelnen. Ja. So. Jemand zu Hause? So. Da können wir mal einer gehen und finden hier gleich mal unser erstes, was das ist. Schauen wir uns das mal an da. Ja. Wir lesen einmal, war primitiver Talisman. Das Urteil naht. Ja? Super, ne? Mit dem kannst du dann an lünchen. Ja? Ist eigentlich ein Bleistift. Ja? Unten, wenn es halt auf der Spitze ausschaut. Ja? Ist ein rechter, ein stylischer Bleistift. So, sonst ist da nichts. Dann gehen wir da mal aus und schauen wir, was da noch ist. Kurze Dirken, wo ist denn der Ding hier? Der Polizist, Kurze Dirken. So, da gehen wir gleich. Wir schauen zuerst mal beim Tor mal rein.
Ich hoffe, dass ich noch alles halbwegs weiß lernen. Wirklich. Das ist so riesig, das Spiel. Ihr werdet es schon noch sehen. Dass wir da nichts verpassen. Sorry, dass ich so reinplatze. Bist du ein Polizier? Bin ich aquí? Er versteht nur eine Sprache. Mario Fernandez Castello. Nämlich diese Sprache versteht er. Bin tot. Freak. Ein volles Knackbrochen wird mich gut messen. So. Wir nehmen den Schlüssel der Jagdhütte, den brauchen wir, dass wir oben reinkommen dort. Wo ich gesagt habe, da gehen wir gleich. So, und schauen wir sich den Fros an. Schaut euch das an, bitte. Das kennen wir schon aus Resi 7, gell? Aus der Küche da. Einfach nur zum Kotzen. Ich meine, wenn das nicht die Kotze ist. Wir haben da eine gebrochen und gleich wieder weiter gefressen und eine gespimmt und gefressen und gespimmt und gefressen und gespimmt. So, da haben wir einen ausgenommenen Hasen. Ja, den gibt es am Abend. Ja. Falscher Hase ist das dann eigentlich. Ja. Das ist kein echter mehr, das ist ein falscher. Falscher 50er. So, da haben wir noch was liegen. Das ist eben dieses drum. Schauen wir auch noch kurz. Polizeimarke. Nationales Polizeikorps. Mario Fernandez Castano. Polizei. Ja, und was ich vorher, weil ich vorher so mal dumm da habe, so blöd, mit der Währung. Also, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Ist die spanische Währung gewesen. Ja, meine, jetzt ist sie Euro, nicht? Aber früher waren die Besetters die spanische Währung. Und Peso die mexikanische. Und das habe ich jetzt verwechselt. Ja. Und vorher habe ich nur Portugiesische gesagt, das ist Escudo. Ja. Aber es ist jetzt nur so nebenbei gesagt, das interessiert eh keinen. Ich sage es euch aber trotzdem, ne? Weiß kaum. So, jetzt schauen wir da einmal, nur, sonst ist da eigentlich eh nicht wirklich was. Darum gehen wir da jetzt wieder und gehen jetzt bei dieser Türe rein. Denn jetzt können wir mit dem Schlüssel rein. Hätten wir nämlich vorher gar nicht hineingekonnt. So, und schauen wir, was da los ist. Was ist da los, was ihr da gespielt? So. Ein ziemlich schier da herunten. Da ist auch irgendwie ausgenommen worden. Es ist irgendein Tier oder was. Das ist eine Opfergabe für irgendwem oder irgendwas. Und jetzt haben wir da mal kurz den Vorhang auf Zeiten. Und ist da was? Was ist denn da? Hey! Ich höre sie. Wie ist ihr Status? Was ist okay. Hier los? Das war es jetzt auch mit dem zweiten Polizisten. Gut, aus der Jagd wird den kommen, das werden wir schaffen, hoffentlich. So, dann schauen wir da mal, seht's. Also da tut sich niemand mehr recht viel, glaube ich. Da tut sich niemand mehr viel. Lass mal weiter schlafen. Auf Lebzeit. So, dann gehen wir da wieder weiter. Ja, apropos, ich hab schon. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, Leon. Ich habe nämlich schon die ganze Zeit in der Hand meinen Raketenwerfer. Ja. Das habt ihr, meine Lieben, beim ersten Spieldurchlauf noch nicht. Ja. Da habt ihr einmal am Anfang nur eure Fäuste, ja, bis dann erst einmal die erste Waffe, ich glaube, das ist jetzt nicht sogar ein Messer, bekommt. Ja. Und sonst habt ihr es da nichts. Ja. Das ist eben nur, weil man in weiteren Spieldurchläufen alles übernimmt. Und das ist auch gut so. Darum habe ich da 7 Handgranaten, obwohl ich das nicht brauche mehr, denn wirklich, und das sollte mir das wirklich ein bisschen erleichtern dann. Und jetzt kann ich mal hier rein, und jetzt werdet ihr euch denken, um Himmels Willen, was hat denn der da alles herinlegen, ne? Also, Kräuter, ich tue es nochmal kurz grob sagen, am Anfang gibt es ein bisschen mehr zum Erklären. Meine Waffen, die kann ich dann später austauschen mit meinen anderen aus der Truhe, das geht aber nur auf Speicherorten, wo ein Händler ist. Zeige ich euch dann, wenn wir zum ersten Händler kommen, ja.
das ist mein Glanzstück. Den kriegt man, wie gesagt, erst im zweiten Durchlauf um 2 Millionen PTAS, was da oben rechts im Eck steht. 1.393.000 habe ich. Ich brauche nichts mehr. Darum wird das Geld stetig mehr. Ich kann nichts mehr ausgeben, weil ich schon alles gekauft habe. Ja? Pesetas. Ja? Und drüber sind 10 so komische, ja, rosane, schaut aus wie ein Blatt oder sowas. Oder ein kleiner Kristall oder so. Das sind, wie heißen die schon wieder? Wie heißen denn die wieder? Weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen. Ich sag's euch dann, wenn ich erfinde. Dann können wir sie mich lesen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen. Die haben so einen komischen Namen. Jedenfalls, mit die kann man dann auch Sachen kaufen. Das ist eine Sonderwährung. Ja? Über die kann man dann auch beim Händler spezielle andere Sachen kaufen. Braucht man auch nicht mehr, weil ich auch schon alles hab. Gell? Aber ich sag's euch ja nur mal. Wir schauen uns das dann alles ab, was man beim Händler machen kann. Des Weiteren kann man Sachen herstellen, ja, aus so komischen Rohstoffen, wie ich es da zum Beispiel bei mir habe, die blauen Sackerl da und die, ja, sind Rohstoffe und mit die kann man kombinieren mit diesen, mit Schießpulver zum Beispiel und dann kann man Munition herstellen, jegliche Art, ja, oder eben Kräuter. Ja, und das ist auch ganz wichtig, denn die Kräuter heilen, ja, und ihr seht unten rechts, das ist meine Lebensleiste, ja, wo in der Mitte mein Raketenwerfer ist, gell. Und ja, das ist einmal das Wichtigste. Wie gesagt, da kann man eben um dann Bolzen, Minenaufsätze und so weiter, da kann man alles Mögliche herstellen aus diesen Materialien und auch Kräuter aus verschiedenen Kräuterlein, es gibt 3 Farben, grüne, gelbe und so rosane, kann man dann Gesundheit, also so Flascherl herstellen, ja. Und die kann man dann zu sich nehmen und dann steigert man die Gesundheit, ja. Und das letzte unten, aus 3 Farben bestehend, ja, das heilt dann zusätzlich noch die Lebensleiste um ein Stückchen permanent höher, dauerhaft, ja. Und da gibt es, glaube ich, auch 4 oder 5 Mal muss man das machen, weil am Anfang hat man nicht so eine lange Lebensleiste, wie ich es da unten habe. Die ist ja 3/4 voll. Ja, mehr geht auch nicht, aber den hat man am Anfang ja nur, weiß nicht, ein Viertel oder so. Ne? Und da muss man diese Mischung aus diesen 3 Kräuterlein 4 oder 5 Mal zu sich nehmen. Das ist auch nämlich ein Achievement, irgendeine Aufgabe, Herausforderung, die man machen muss, dass man eben voll wird, ja? Dass man die Gesundheit outmaxt. Ja? Ich sage es nur jetzt am Rande, 100.000 andere Sachen gibt es da auch noch, schauen wir uns dann ganz am Schluss an, alles was ich bis jetzt geschafft habe und was ich nicht mehr schaffen werde und was mir Schnurzpippen ist. Das schauen wir uns dann später alles an. Okidoki. Ja, also wie gesagt, das sind die Sachen, die liegen da in dem Koffer. Und kennt man auch schon aus Resi 8, der Koffer ist am Anfang auch nicht so groß. Kann man dann beim Händler um Pesetas einen größeren Koffer erwerben, ja, dass mir reinpasst. Ja. Ich brauche jetzt eigentlich gar nichts mehr. Ich konnte theoretisch alles wegschmeißen, bis auf die Kreideln. Ja, die Handgranaten, ich brauche jetzt gar nicht mehr. Ich konnte jetzt wegschmeißen, weil mein Raketenwerfer so viel macht. Also das ist wirklich ein Wahnsinn. Ja. Brauche ich jetzt gar nicht. Und des Weiteren, das kennen wir auch schon aus Resi 8, die Schätze. Und die sind eben im ganzen Spielbereich versteckt, ja, in Truhen, in Schubladen, Kisten und dergleichen. Ja. Und mit diesen sind so Unikate, die kann man so gleich verkaufen. Und dann haben wir ein paar solche, die haben so Einkerbungen. Ja. Und in die können wir solche Kristalle und ja, was auch immer, das ist Rubine, Smaragde, was auch immer da, ja, seht ihr es eh, Saphire, dann hier einfügen, ja, eine Runde geht nur in die Runde natürlich und eine Eckerte nur in die Eckerte, ist auch klar irgendwie, ne. Und dann gewinnt der Schatz an Wert, ja, und man muss so viel wie möglich dann erzielen, um einen guten Preis halt dann beim Händler zu erzielen, ja, und eben dann viel Pesetas zu bekommen, denn man kann eben Sachen auch verkaufen, nicht nur kaufen. Schauen wir uns dann alles an, obwohl ich es nicht mehr brauche. Wie gesagt, ich habe alles gekauft, was noch geht. Und da oben, diese Chetons, was wir da sehen, mit denen kann man dann beim Schießstand, also die kann man im Schießstand dann bekommen, ja, als Belohnung, beziehungsweise in der Welt finden, auch in Kisten und so weiter. Und da muss man 3 in so einen Ort Kaugummi-Automaten reinschmeißen, ich zeige euch das dann eh alles. Und da bekommt man dann Schätze. Was für Schätze? Habe ich das da irgendwo? Sehe ich das da irgendwo? Ja, da sieht man es. Am Koffer unten, da hängen 3 so komische, ja, 2 so Weiberl und so ein Amulett. Ja.
auf so einen Kedel. Seht ihr es da unten? Am Koffer unten hängt das. Und die sind so zusätzliche, dauerhafte, kann man sagen, Perks. Jedenfalls die erhöhen das Finderglück von dem oder dem und so weiter und so fort. Und die bekommt man eben über diese Kugeln, die man dann, ja, was ich gerade gesagt habe. Ja, das war es jetzt einmal grob gewesen. Genau, schauen wir uns dann alles an, wenn wir dort sind, wenn wir soweit sind. Ja, das ist dann die Karte. Und hier seht ihr schon, ja, momentan wäre noch gar nichts da von diesen Schätzen. Ja, das sind lauter Fundorte von Schätzen. Und ihr seht sich unten rechts, ist leider, Entschuldigung, dass ich jetzt so viel rede, aber das ist am Anfang wirklich wichtig, da noch ein, ich würde es dann immer weniger. Aber es ist wichtig, einmal alles zum Sagen. Ja. Und dieses Video, muss ich auch noch dazu sagen, das geht eigentlich wirklich nur mehr an die, nur an die Anfänger. Ja. Beziehungsweise die sich das, die das nicht kennen, das Spiel, und sie einfach das ausschauen wollen. Ja. Die ganzen Gurus und Freaks, die schauen das eh nicht. Ja. Sag immer wieder, aber es ist ja so. Das richtet sich wirklich nur an die Erstlinge. Oder eben die, die einfach nur gerne meine Videos anschauen. Na, das hoffentlich sehr viele sind. So. Okay, also, unten rechts erweiterte Karte, da ist ja so ein Plus dabei. Das ist jetzt nur für mich sichtbar, weil ich ein zusätzliches Content da heruntergeladen habe, ja, wo ich das gleich einsehen kann. Das ist für mich ein Bonus. Das ist im Hauptspiel normal sonst nicht, glaube ich, da. Da muss das käuflich erwerben. Das habe ich über einen PSN-Shop erworben. Und da ist jetzt in alle Gebiete diese erweiterte Karte dann. Die richtigen Schatzkarten für die normalen Schätze, die kann ich auch oder muss ich dann auch erst wieder beim Händler käuflich erwerben. Um dieses Spinell, heißt es Spinell, glaube ich. Jetzt fällt es mir wieder ein. Um so Spinelle. Und diese Spinelle sind eben da haben wir das, glaube ich, gehabt. Genau, oben rechts im Eck diese rosanen Kristalle oder Blätter oder was, wie das ausschaut, ja. Und diese Sonderwährung, wo ich 10 noch habe, über die kann ich dann eben dann alles Mögliche kaufen. Kann ich als Kristalle kaufen und so weiter. Wir schauen uns alles an. Ja, jetzt habe ich es, glaube ich, wirklich mal grob gesagt. Ja, und da haben wir dann nur natürlich die ganzen Akten, was wir finden. Bis jetzt haben wir die 3 Sachen gefunden. Und danach Aufträge. Das will ich euch auch noch alles zeigen. Es gibt während des Spiels auch noch 19 Missionen, Aufgaben, die muss man machen kann zusätzlich. Und hier bekommt man dann Belohnung, auch wieder so Spinelle. Und mit denen wiederum kann man sich beim Händler wieder eben so Sachen kaufen. Ja? Also da geht eins ins andere, unvorstellbar. Ist wirklich geil. Ne? Aber wir schauen uns dann, wie gesagt, alles an. So, und das sind 19 so kleine Nebenmissionen. Und wir werden uns auch diese alle holen. Versprochen. Drum, es ist ein Wahnsinnshocken wieder für mich. Brutalst einfach nur. Aber wie gesagt, mit dem Raketenwerfer sollte es alles ein bisschen zügiger gehen. Ab jetzt. Bis jetzt ist ja nichts weitergegangen, weil nur Schwanerblätt. Ja. Ich quakel da wie ein Ömer. So, da haben wir jetzt gleich meinen ersten Gegner. Seht's? Und das ist jetzt, wie gesagt, ja, kann man machen. Und das ist nicht mehr witzig. Das ist nicht witzig. Ne? Das ist eigentlich fast schon unmenschlich, was ich da mache. Aus 2,5 Meter Vollgas rein ins Bauchfleisch mitgehoben ist. Ne? Na, jetzt legt euer Fuchs. So, Leute, und mit diesem Kill werde ich gleich mal eine Badpause machen, glaube ich. Denn, ja, ich weiß, es wird euch leid, aber ich kann nichts ändern. Ich muss leider, weil ich mache nur eine halbe Stunde Bad und da sind wir ungefähr jetzt. Und das nächste Mal geht es dann hier dann weiter und es wird erst so richtig, das geht erst so richtig los, das Spiel, Leute. Aber ihr habt gesehen, was der für einen Wumms macht. Und, ja, das ist auch, die ganzen Bosse halt im Spiel mit meinen Raketen, weil es wird ein One-Hitter. Ich sage euch das nur. Darum schauen wir sie ihn dann immer im Vorhinein kurz ein bisschen an, weil wenn ich einmal eine fetze, ist er's. Dann war es mit ihm. Gell? Und ja, das ist halt dann wirklich ein bisschen fast unfair. Aber ist ja wurscht. Muss man es auch erst einmal erarbeiten und erspielen. Ja? Also man muss das Spiel erst einmal durchhaben und beim zweiten Mal dann um 2 Millionen Besetters beim Händler kaufen. Also da kannst du ein bisschen sammeln. Okay, Leute, wie gesagt, das nächste Mal geht's weiter. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen, fürs Zuhören. Beherz mich wieder. Würde mich freuen, das nächste Mal, wenn es wieder heißt Resident Evil 4, das geile Remake. Baba, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.